sieht's aus da. Das ist gar nicht so glamourös, wie ich mir das vorgestellt habe, das Dach. Ich dachte, hier ist so eine Terrasse mit so einer Lounge und einer Bar oder so. Bienen, die machen unseren Honig. Ja, Bienen? Ja. Ach, hör auf. Oh, die sind alle tot. Die Bienen sind alle tot. Das große Bienensterben auch hier im Deutschen Theater. Und den Honig verkauft ihr dann, oder? Genau, den kann man kaufen. Ihr seid ja auch bekloppt. Schmeckt sehr gut. Ja, aber entschuldige mal bitte. Also, ja, können wir auch wieder gehen. Ja. Ich habe gedacht, hier gibt es einen Blick über Berlin oder irgendwie. Ach, ich kann da mal hochklettern, aber, oder? So, wir sind jetzt hier ganz oben. Ich bin todesmutig. Bin ich auf dieses Dach gestiegen. Ich werde hier nie wieder runterkommen, das sage ich jetzt schon. Aber guck mal, da ist die Charité. Pass auf, fall da nicht vom Dach. Und da ist die Charité, die wurde ja unlängst ganz neu saniert von außen. Weiß nicht, von innen vielleicht auch, weiß man nicht genau. Da ist der Fernsehturm, den kennt man vielleicht aus Berlin Tag und Nacht. Spektakulär ist es da auch nicht da oben. Aber dem Ulrich sagen wir jetzt, das war ganz toll. Ulrich, schneller, wir haben noch keine Zeit. Mann, ey. Du war toll da oben, Ulrich, war wirklich toll. Wir sind die Toten. Ah ja. Oh, hier ist es noch. Ach, hier sind auch schon so Anti-Stoß-Vorrichtungen. Warte mal. Jetzt sind wir unter dem Zuschauer. Jetzt sind wir unter dem Zuschauer. Unter dem Foyer. Unter dem Foyer. Oh Gott. Und ich als Rückenpatientin. Rechts. Rechts. Ja. Oh Gott. Ulrich. Und gleich wirfst du mich in so eine Kammer und sperrst mich ein und dann muss ich hier bis mein Daseinsende mein Leben fristen wahrscheinlich. Ja. Sodass ich die Transen verliese. Hier riecht es nach Secondhand. Ja. Hier riecht es wie im Secondhand-Laden. Die werden immer mal wieder verwendet oder die lagern hier nur, weil ihr die nicht wegschmeißen wollt. Genau, die werden im Moment nicht verwendet. Ja. Oh, Paillette geht ja immer. Guck mal hier. Das ist eine schöne Paillette. Wir haben noch einen anderen Fundus. Gut. Wir gehen mal noch in den zweiten Kostümfundus. Wir gehen noch in den zweiten Kostümfundus. Oh, Ende Gelände. Oh, hier geht's nicht weiter. Meine Güte. Und das geht in ein neues Treppenhaus, einen neuen Gang. Nach oben und dann wieder nach unten. Nach oben und dann wieder nach unten, okay. Ich raste aus, wirklich ganz ehrlich. Wie kann man den Überblick behalten? Die Wirren waren Gänge und Treppen, Sofas, Küchen und Ulrichs. So, jetzt sind wir wieder. Hallo. Ah ja. Hier steht, wer wann Probe hat. Wann die Vorstellungen anfangen, welche Kollegen dafür zuständig sind. Und wo steht, was es zu essen gibt? Das gibt es in der Kantine. Ach so, verstehe. Ich bin ja auch so ein leichtes Hüngerchen langsam, aber gut. Du, sag mal, Ulrich, ich habe so einen Durst. Ja. Kannst du mir mal den Behälter da mal auffüllen? Der ist ja leer. Kein Problem. Du bist ja eine Patente. Oh. Ulrich. Da kommt noch was raus. Einmal mit Schwulen arbeiten. Hol die Entfernung. Schneller. Das machst du so sexy. Ist aber jetzt dieses Restwasser, was da noch da drin war in dem Pinökel. Na gut. Prost. Noch eins. So, danke.
Wo gehen wir jetzt hin? Wir haben ein Kostüm gefunden. Wieder nach unten. Wieder nach unten. Ach, du wieder ganz niedrig. Ja, ich komm doch. Nee, das sind Möbel drin, ne? Wo sind denn die Kostüme? Weiß ich nicht. Ulrich, ich raste aus. Ach, hier. Okay. Guck mal, hier sind die Kostüme. Ah, oh, das riecht schon wieder nach Kostüm. Ja, stimmt. Guck mal, hier wird gearbeitet. Oh, hier wird aber richtig gearbeitet. Oh, guck mal, ist ja richtig groß. Guck mal hier. Oh, ja, hier geht's aber jetzt ab. Pass mal auf. Oh, das gefällt mir. Oh. Das sind zwei Bügel. Guck mal. Das ist so eine Streifenpaillette. Hier ist schon wieder schwierig. Hier ist schon wieder schwierig. Aber gut, ist gefährlich hier, ja. Meine Güte. Guck mal, da geht es noch ganz weit, weit weiter. Ihr habt aber auch Klamotten hier, ist ja unfassbar. Sakkos, Sakkos, langweilig, Hosen, langweilig, Hosen, langweilig. Ja, hier sind ja so die langweiligen Männerklamotten. Westen. Westen, langweilig. Stöcke. Stöcke, ganz viele Stöcke. Gürtel. Narrenkappen und Kapuzen. Ach, ein Krönchen. Sieht aus wie vom Burger King, die Krone. Guck mal. Ach, sieht so royal gleich aus. Guck mal, hier die Hipster-Fraktion. Ja, wenn man in der Köln irgendwas spielt. Und dann kommt man hier nicht mehr durch. Danke, tschüss. Tschüss. So, wir sind jetzt wo? Wo sind wir jetzt? Sind wir auch hinter der Bühne Deutsches Theater. Hinter der Bühne? Das ist der berühmte Rundhorizont, den Max Reinhardt gebaut hat. Ich warte dann hier einfach mal, setz mich hier hin. Ja. Was ist das Problem jetzt? Hier wird gerade aufgebaut. Für die Vorstellung heute Abend, Tod eines Handlungsreisenden. Mhm. Und da ist eine große Lichtkonstruktion, die über die Bühne gehängt wird. Und die wird gerade eingerichtet. Und wir müssen kurz warten. So, guck mal jetzt, hier sind wir auf der Bühne. Und da, wir sind da, da sitzen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Da werden die Laken aber später auch noch dann abgenommen, oder? Mhm. Das bleibt nicht so. Das ist der Staubschutz. Das ist der Staubschutz. Und das Lustige ist ja immer, dass der Zuschauerraum kleiner ist als die Bühne. Das wundert mich ja jedes Mal aufs Neue. Jetzt gibt es eine Überraschung. Jetzt gibt es eine Überraschung. Ein hauseigenes T-Shirt. Ja. Ganz überraschend schwarz. Nein, natürlich schwarz. Kriegst natürlich eins. Oh, guck mal hier. Da bin ich jetzt Crewmitglied. Das heißt, ich kann jetzt in Zukunft... Naja, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Okay. Aber, und dann kann ich... Willst du mal kurz? Und dann kann ich also hier immer rein... ins Theater und kann einfach so hier umsonst essen und so, ja? Hm. Naja, hätte auch eine Nummer kleiner sein können, muss ich wirklich sagen. Ich könnte es als Kleidchen tragen. Aber guck mal, wie süß. Mit so einem Gürtelchen drum. Guck mal dann hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Ich möchte aber da nicht arbeiten. Das mache ich nicht. Okay. Ja? Jetzt kann ich immer umsonst hier essen im DT. Ja, wir können es probieren. Naja, entschuldige mal bitte. Also. Guck mal, jetzt wird's Achtung. Jetzt oh wird's. Gott. Ach, Ulrich. Langsam nervt's, wirklich. Wie viele Treppen muss ich denn hier noch laufen? Oh Gott. Das ist ja wie, als ob man so ein Darkroom geht, im Ficken 3000 oder so. Erklär mal, erklär mal. Also das ist hier die Unterbühne. Ja. Und in der Mitte ist ein großer Motor, mit ja. der kann die Bühne gedreht werden. Das ist nämlich eine Drehbühne. Darf und ich da reinlaufen? Ja. Ja? Guck mal hier, guck dir das mal an. Und das heißt, wer betätigt diesen Drehmotor? Der wird von oben gesteuert, ja. Von der Maschinerie. Die Kollegen der Maschinerie haben so einen Computer. Und damit können die den steuern. Und dann dreht sich aber auch das, das dreht sich hier alles. Ja. Das heißt also, diese Aufgänge, die hier sind, die drehen sich dann auch, drehen sich mit. Die drehen sich mit. Ja. Und dann kann man hier reingehen
rausgucken. Ach, können wir da mal hochgehen? Nee, es geht jetzt nicht. Das ist ja verrückt. Jetzt frage ich mich, und das war schon immer so hier im Deutschen Theater, oder war es immer neu eingebaut, diese Drehbühne? Das hat auch Max Reinhardt eingebaut. Auch der gute Max Reinhardt, Gott hab ihn selig. So, wir sind jetzt ja, wenn man Zuschauer hören, wir sind jetzt ja wieder raus aus diesem Drehding. Oh, guck mal, hier ist es hochwertig. Hier ist das hochwertig, schaut mal. Das ist italienische Seide. Italienische Seide. Da ist der Zuschauer. Da sind wieder diese ganzen Lappen über den Stühlen. Und da sieht man jetzt die Bühne mal vom Zuschauerraum aus. Dann gehen wir jetzt bitte wieder zur Bar. Ich brauche einen Sekt. Sag mal, Klausi, möchtest du auch ein Sektchen? Ja. Wir trinken jetzt noch Sektchen. Und dann steige ich ins Auto und fahre raus. Nein, mit einem Sektchen, weil es geht ja schon, ne? Ne, Ulrich? Und dann, wie hat es dir gefallen mit mir? Mir hat es sehr gut gefallen. Ja. Machen wir mal wieder. Ja. Wir haben nämlich noch vieles auch nicht gesehen. Sein. Ach so, wirklich? Ja, nochmal? Boah, wirklich auch sein Durst auch. Gibst mir ein Küsschen auf die Backe. Und bis bald. Bye. Sharing is caring.